Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sales Circle Podcast. Heute geht es um das Thema die neue hybride Vertriebsrealität. Und das mit Christian Sülzer. Er ist Vice President bei SAP für Customer Experience und Head of Germany. Gleichzeitig ist er auch Mitglied der Geschäftsleitung in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du da bist. Hallo Robin, danke für die Einladung. Freue mich sehr. Christian, ich habe natürlich jetzt eben schon mal so ein Intro gemacht, aber vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin kann sich noch gar nicht genau darunter vorstellen, was machst du eigentlich bei SAP. Deswegen vielleicht einmal vorab, bevor wir thematisch werden, was machst du genau bei SAP? Und ja, ich glaube, SAP braucht man jetzt nicht nochmal erklären, was ihr konkret macht, oder? Das ist das Coole an SAP, das muss man nicht zwingend erklären, wobei ich lebe auf dem Dorf und dann werde ich immer nur mit Fußball in Verbindung gebracht. Und ganz ehrlich, vom Fußball habe ich keine Ahnung, aber es steht immer SAP auf den Trikots. Und dann muss ich es manchmal dann doch noch erklären. Das mache ich bei der SAP. Bereich heißt Customer Experience, auch kurz CX genannt. Auch da die Frage, manchmal kümmerst du dich um die Kundenanfragen von der SAP und wie die Kunden selber von der SAP es empfinden, mit der SAP zusammenarbeiten. Das ist es nicht. Haben wir durchaus auch. Es geht wirklich um die Produkte im Umfeld Customer Experience, was dann da wären, wenn du klassisch einkaufst im Internet. Ja, das sind Commerce-Lösungen. Das sind alles Dinge rund um, was man jetzt auch zunehmend mehr sieht in der Pandemiezeit. Autorisierungstools, wenn du auf eine Internetseite gehst, ja, wo du dann immer alles akzeptieren machst. Das sind vor allem so Lösungen, wo ich dich als Robin von einem Unknown-Kunden zu einem Known-Kunden auch mache. Das ist auch so Consent-Management, wo du bestätigst, dass wir deine Daten verwenden dürfen im Kontext des Einkaufs oder der Bespielung. Das sind Marketing-Lösungen, ja, wo wir dann sehr individuell die einzelnen Personen bespielen können. Und zu guter Letzt ist es das ganze Thema, und das wird heute mit Sicherheit auch ein Punkt, wir nennen Sales Cloud, das ist klassisch Customer Relationship Management, also alles, was der klassische Vertriebler eigentlich nutzt, um Kundendaten zu sammeln, um eine ideale Sicht zu bekommen, wo du natürlich auch deine Projekte und Opportunities einträgst, mit letztendlich auch in dem Kontext Service Cloud. Also wenn du wirklich mal ein Problem hast mit dem Produkt und irgendwo anrufen musst, ja, und vielleicht sogar erstmal nur mit dem Chatbot sprichst. Das alles ist Customer Experience. Und ich, wenn ich es einfach formulieren möchte, ist es wirklich, wenn du überlegst, was zu kaufen, bis hin nachher, du hast den Kauf und musst was zurückschicken, weil was kaputt ist. Diese gesamte, wir sprechen Neudeutsch, Kauferlebnis, in Englisch Customer Journey, das ist alles mit Produkten von der SAP unterlegt oder möglich mit Produkten von der SAP zu unterlegen, und das verantworte ich in Deutschland. Wir hatten es im Vorgespräch ja schon mal thematisiert, ist es in der Regel dann, dass sie eigentlich eine riesen Bandbreite abdeckt, was man so von außen ja gar nicht sieht. Das finde ich persönlich immer dann doch nochmal beeindruckend, wenn man so einen direkten Einblick dazu bekommt. Heute wollen wir beide über das Thema die neue hybride Vertriebsrealität bzw. Hybrid-Selling sprechen, um da mal so einen Einstieg entsprechend zu gestalten. Wie hat sich aus deiner Sicht denn die letzten 2-3 Jahre der Vertrieb grundsätzlich verändert? Was waren für dich da die, ich sag mal, krassesten Veränderungen? Also wenn ich es mal in einem Wort zusammenfassen würde, bewusster Vertrieb. Und wenn man es mal in einem Zeitgeist heute machen würde, nachhaltiger. Warum? Jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite. Nachhaltiger und bewusster, warum nenne ich das in einem Kontext? Wir waren ja gezwungen, aufgrund der letzten 2 Jahre oder 3 Jahre wegen der Pandemie vor Ort Termine nicht mehr realisieren zu können. Ja. Ja. Und somit kam das ganze Thema virtueller Vertrieb viel mehr auf den Radar. Und es ist ja schon interessant, das sieht man ja durch diese starke Entwicklung des Nutzungs von Teams, Zoom und Co., was wir da so alles im Markt haben, dass mittlerweile, am Anfang musste ich immer, wenn Teamsession waren, auch mit Kunden darauf hinweisen, bitte die Kamera einzuschalten. Ja, vor allem im Vertrieb ist es ja extrem wichtig zu sehen, wie reagiert dein Gegenüber. Das war mit Sicherheit die krasseste Veränderung, die wir die letzten 2 Jahre haben, dass wir Vertrieb rein virtuell machen. Ich persönlich finde Fluch und Segen zugleich. Du wirst natürlich sehr, sehr viel schneller und effizienter, weil du schneller Termine natürlich koordiniert bekommst, weil jeder sitzt zu Hause an seinem Rechner oder im Büro.
und man kann schnell mal Experten zusammenschalten, als wenn du früher sagst, okay, Vor-Ort-Termin mit Business-Verantwortlichen beim Kunden, IT, Geschäftsführer, wir mit unseren unterschiedlichen Stakeholdern, manchmal auch noch Partnern, die dabei sind. Das dauert ja manchmal 6 Wochen, bis du einen Termin gefunden hast. Ja. Dann hast du noch Anreise, Abreise und Co. Da bist du deutlich schneller geworden. Das ist das Positive. Das Negative ist, finde ich, und du machst ja selber auch intensivst Vertrieb, es geht ein bisschen das Gefühl verloren, wo stehe ich denn jetzt eigentlich beim Kunden? Habe ich eine Chance? Ist das Produkt genau richtig? Mir ist halt schon öfters passiert. Ich bin Rheinländer, da willst du gerne persönliche Nähe aufbauen. Das geht dann halt nicht, ja, weil wenn du einen triffst, dann weißt du direkt, kann ich den duzen, siezen in der Regel nach den ersten paar Minuten. Um zu sehen, kann ich eine Relation aufbauen. Teams aufgelegt, am nächsten Tag die Absage bekommen, obwohl wir ein gutes Feedback bekommen hatten. Ja. Das passiert dir, kann dir genauso passieren, wenn du vor Ort bist. Aber du hast zumindest eine viel bessere Einschätzung, weißt, pass auf, hier haben wir keine Chance. Oder wenn wir Folgendes tun, schon. Ja. Und ich glaube, zudem habe ich einen Draht und kann ihn aufbauen, weil Vertrieb läuft über Beziehungen. Nach wie vor bin ich fest von überzeugt. Und deswegen ist Hybrid nach wie vor wichtig. Ich habe als Aufgabe meiner Vertriebsmannschaft und den Managern schon gesagt, Ersttermine müssen immer face-to-face sein. Das geht nicht virtuell. Man muss ein Gefühl dafür kriegen, wie ernst meint der Kunde, passen wir, kann ich eine Relation aufbauen, wie bringen wir entsprechend Stakeholder auch zusammen. Ja. Im Laufe des Prozesses ist es wieder klug, virtuelle Sessions zu machen, um lösungstechnische Dinge schnell zu klären und Partner einmal an den Tisch zu holen. Das ist echt gut. Aber sobald man auch wieder in den Closing-Mode kommt, finde ich es essentiell, man muss an einem Tisch sitzen. Und dann also wird viel schneller, ja, finde ich. Finde ich schön, dass du sagst, weil ich habe das heute Morgen noch, ich bin im Ende April auf dem Sales Summit und da geht es auch um das Thema Kundennähe. Ja. Ja, was ist wichtig oder wie viel Kundennähe? Und da habe ich auch gesagt, es ist halt die nachhaltigsten und die wertigsten Geschäfte werden nach wie vor vor Ort gemacht. Du wirst immer mal wieder einen Abschluss über Teams, übers Telefon generieren. Aber das ist kein Best Practice, den du, ich sag mal, durchexistieren kannst auf jeden Deal, auf jede Partnerschaft, die du schließt und gerade halt, was das Thema Nachhaltigkeit in Partnerschaften angeht. Also wir haben vielleicht mal, um so ein bisschen Einblick zu geben, bei Telefonica die letzten 2 Jahre hier eine neue Sales Unit aufgebaut und natürlich haben wir Deals remote abgeschlossen, aber die werthaltigsten und die Kunden, die danach noch kaufen, also wo du wirklich danach noch Geschäft machst, da sitzt du vor Ort, da lernst du den Menschen kennen und du, wie du eben gesagt hast, du verstehst auch, hat derjenige überhaupt Interesse an dem oder ist es einfach mal, ich benchmarke mal im klassischen Sinne ich sag mal, auf gut Deutsch gesagt, Zeitverschwendung, einfach sich mit dem Kunden zusammenzusetzen. Definitiv. Also du verkaufst schon über Remote, also deswegen muss ich gar nicht absprechen, aber häufig aufgrund meiner Rolle ist es wirklich so, dass Kunden sagen, Mensch, gut, dass du dich nochmal gemeldet hast, Christian, weil ich, häufig ist es bei Kunden ja so, und wenn du mit so einem Unternehmen wie SAP arbeitest, Telefonica wird es nicht anders sein, es ist ein großes Unternehmen, und da brauchst du auch natürlich einen Ansprechpartner auf Geschäftsführungsebene, dann manchmal, wenn ich dann mit Geschäftsführern spreche, ich sage, ich will dich auch mal anrufen, wenn es strategisch ist, ich will dich aber auch mal anrufen, wenn es vielleicht gerade klemmt, oder ich will dich mal anrufen, wenn du mir eine andere Hilfestellung gibst, und dieser persönliche Kontakt ist häufig so der letzte Schritt, wo der Kunde ein gutes Gefühl kriegt, Mensch, bei SAP bin ich gut aufgehoben. Mal losgelöst von den ganzen Kriterien, dass die Lösung passt, uns nach vorne bringt, den Kunden auch Mehrwerte generiert, ist dann doch immer nochmal der persönliche Kontakt, wen kann ich mal anrufen, ja, und muss ich nicht eine generische Nummer nehmen. Vor allem ist es der Differenzierer, ne? Weil am Ende, also zum Beispiel jetzt bei uns ist es so und bei euch wird es ähnlich Wettbewerber geben, wobei ihr natürlich eine sehr, sehr große Bandbreite spielt und das auch euer Asset am Ende des Tages ist. Aber am Ende ist es ja auch ein Differenzierer, wenn ich persönlich vor Ort bin. Und wie du eben gesagt hast, es ist halt Menschenbusiness, Vertrauen spielt eine Rolle. Wie reagiert derjenige in vielleicht, Situationen, wo es schwierig ist, ne? Also wen kann ich schnell greifen? Und das sind ja alles so Themen, die kannst du remote gar nicht so abdecken. Ich habe auch 10 Jahre für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet und offen gesprochen nutze ich das jetzt in meinen Kundengesprächen. Es ist schon von großem Vorteil, wenn du in derselben Zeitzone bist. Also das Headquarter in derselben Zeitzone. SAP ist ein deutsches Unternehmen. Wir sitzen in Waldorf mit vielen Leuten, ja. Ich
verantworte Deutschland. Das hilft schon oft, allein dieser Punkt, losgelöst jetzt Lösung besser oder schlechter, aber wenn mal was ist, kannst du mal nach Waldorf fahren, ja, und musst nicht nach Palo Alto fliegen oder wo damals die Zentrale von meinem alten Arbeitgeber war, ja. Ja. Jetzt hattest du eben gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist für dich auch, oder das Wort Nachhaltigkeit und Bewusstsein spielt für dich eine Rolle. Ist das in Bezug auch auf, ich sag mal, Nachhaltigkeit im Sinne der Umwelt, also dass wir bewusster sozusagen auch zum Kunden fahren, oder ja. Inwiefern meinst du das? Ist genau der Punkt. Also zum einen nachhaltiger, deswegen hat es gerade, weil es der Zeitgeist ist, aber wir reisen deutlich weniger. Ja. Und wenn wir reisen, ist es wirklich, wir früher sprach man vor 20 Jahren Kaffeetermin, ja, den machst du wirklich nicht mehr. Also es ist immer schon eine contentbezogene Reise. Das finde ich sehr klug. Ja, einfach aus dem Grund heraus, dass man jetzt nicht einfach nur sich in den Flieger setzt, um dann seinen Status zu erreichen bei Miles & More, was in der Vergangenheit früher wohl, glaube ich, schon echt öfters so war. Ja, ich fliege nochmal nach Hamburg. Das ist nicht mehr. Wir reisen sehr, sehr viel bewusster und wägen ab, macht es jetzt Sinn, an dem Punkt vielleicht doch eher erstmal eine virtuelle Session zu machen und den nächsten Vortermin dann zu kombinieren mit anderen Dingen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Das Thema nachhaltig ist natürlich in meinem Verantwortungsbereich auch da ein Kontext, weil Kunden, also letztendlich auch wahrscheinlich du oder ich, habe zwei kleine Kinder, da ist Nachhaltigkeit auch nochmal ein anderes Thema mit Klimawandel, dass Kunden sehr, sehr häufig kaufen, im Kontext auch zu sehen, wie nachhaltig ist das Produkt erstellt worden, etc. Ja. Und da ist natürlich so ein Thema wie von uns Commerce, also wo du die Internetseite dann nutzt mit der Software von uns, wie kann ich da auch Nachhaltigkeit abbilden, ja, im Sinne von Remarketing und all solchen Dingen, ja. Also das ist einfach vertrieblich gesehen definitiv Reisen ein bisschen bewusster machen und somit weniger. Auf der anderen Seite, dass der Endkunde, der auch kauft, heute Nachhaltigkeit schon ein Kaufkriterium ist. Das ist, glaube ich, nichts Neues mehr. Und jetzt im Hinblick auf das Thema, ich meine, wir befinden uns, Digitalisierung, die Leute können es wahrscheinlich auch irgendwo teilweise nicht mehr hören. es ist ja auch so ein breit gefächertes Wort einfach. Aber um es mal zu konkretisieren, jetzt rückblickend betrachtet, was war für dich so der größte Meilenstein aktuell in der Digitalisierung des Vertriebs und vielleicht auch mal in die Zukunft geschaut? Was könnten noch wirklich große Meilensteine sein? Ich bin sehr gespannt, was du auf Zukunftsthema sagst, weil ich glaube, das wird gerade überall diskutiert. Aber lass uns erstmal vielleicht rückblickend betrachten. Ich habe schon so eine Idee, worauf du hinaus willst. Also wenn ich mal der größte Meilenstein, für mich persönlich war der größte Meilenstein in der Digitalisierung, wie ich mein erstes Firmenhandy bekommen habe. Mhm. Nicht aufgrund des Telefonierens, sondern dass ich E-Mails über das Handy lesen konnte. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, du bist noch mal ein Tick jünger als ich, wenn ich das sagen darf, da war BlackBerry das the one and only. Ja, wenn man heute drüber nachdenkt, BlackBerry, die Firma gibt's gar nicht mehr in der Form. Ja, ja. Wo noch was ich bis heute eigentlich ganz gut fand, eine Tastatur richtig auf dem Handy war, ja, damit du schneller E-Mails schreiben kannst. Das war im Hinblick Digitalisierung natürlich schon ein entscheidender Punkt, weil dieses Thema Echtzeit und reagieren können dadurch natürlich den Startpunkt gelegt hat. Ja. Wenn du das mal jetzt so spiegelst auf die heutige Zeit und vor allem die letzten 3, 4, 5 Jahre, ist es natürlich das Thema, man spricht immer von 360-Grad-Sicht. Ja, ich will meinen Kunden maximal wissen, wie bei der SAP sagen auch manchmal 720 Grad, weil wir nicht nur das, den Kunden an sich beleuchten, also wie ist sein Kaufverhalten, ist eine Rechnung raus, hat er die schon beglichen, etc., wann kauft er was, wie, sondern auch das Produkt, je nachdem, ja, weil es gibt ja Produkte, die sehr erwartungsintensiv sind und Co., und da haben wir auch Lösungen für und wir haben da auch entsprechende Sicht über das Produkt. Und somit hast du natürlich beide Ebenen und beide Bereiche, die du beleuchten kannst. Das ist mittlerweile, finde ich, ein wesentlicher Schritt gewesen in der Digitalisierung. Wenn ich noch vor 20 Jahren, wie ich mit Vertrieb angefangen habe, gab es Produkte, Siebel, ja, ich weiß gar nicht, ob du den Begriff noch kennst, aber die hatten auch ein CRM-System und man hat es nicht gerne gemacht als Vertriebler, ja, und das hat sich grundsätzlich geändert, weil das Produkt des CRMs einfach deutlich besser geworden ist und der Verkäufer an sich einfach sieht, dass es einen Mehrwert bringt, wenn ich das auch nutze. Das ist ein großes Thema, Akzeptanz. Ja, was bringt mir ein tolles Tool, wenn ich es nicht nutze? Ich vergleiche es gerne mal mit dem Smart Home. Ist toll, wenn ich es benutzen kann, aber kein anderer im Haus, dann hat es keinen Effekt. Ja. Und so muss man auch immer, ist der Rat, den ich vielen gebe, im Hinblick mit Digitalisierung, weniger ist mehr.
umso simpler, umso besser, weil dann ist eine schnelle Akzeptanz da. Und dann nutzt es der Vertriebler und dann hat auch die Unternehmung was davon, weil natürlich dein CRM entsprechend gut mit Daten gefüllt ist. Ja, mal ein Beispiel, was macht es einfach, wenn ich Spracheingabe machen kann? Ja, der Vertriebler kommt gerade beim Kunden raus. Wir haben häufig Kunden, die auch Verkäufer, die beispielsweise jetzt Brillenhersteller, die gehen dann zum Optiker und dann müssen die unten im Keller die ganzen Daten aufnehmen, keine Online-Verbindung. Das geht mit den Sales Cloud-Lösungen heutzutage, dass die Daten aufnehmen. Sobald du im Auto sitzt, wird synchronisiert. Man hat die Aufträge dann auch im System drin. Und der Verkäufer kann dann eben mal ins Handy sprechen, was Stand der Dinge ist. Dann ist es automatisch dokumentiert, nicht als Sprachnachricht, sondern wirklich als Text logischerweise. Das ist eine Artificial Intelligence hinter. Und dann hast du es im System drin. Ja, früher hast du es dann irgendwie runtergeschrieben, hast ein Büchlein und Co. Also diese Einfachheit ist ganz, ganz wichtig für, finde ich, für Digitalisierung. Zukunft. Schwierig. Da bin ich jetzt gespannt, weil Zukunft, habe ich schon mal die Frage, kann ich lange her, vor 3 Wochen auf so einem Expertenforum bekommen. Ja. Metaverse ist so immer ein Begriff. Ich weiß nicht, ob das ist, was dir im Kopf rumschwirrte. Ja. Es gibt schon Zukunftsprognosen, wo man sagt, ist der Vertrieb und der Verkauf wird irgendwann ausschließlich virtuell funktionieren. Und da spielt Metaverse eine große Rolle. Wir testen das gerade schon sehr, sehr intensiv seit mehreren Monaten bei der SAP. Das sieht dann wirklich so aus, wenn ich nach Waldorf komme, dass die mit 3D-Brillen dann in den Büros rumlaufen, um sich dann im Metaverse zu bewegen. Und es gibt da durchaus namhafte Hersteller, die auch dort ja schon aktiv sind, also Produkthersteller, Automobile und sowas. Und man kann dann faktisch auch dort kaufen. Ich glaube nach wie vor, wenn man an unser Gespräch von Anfang sich zurückerinnert, Vertrieb funktioniert immer nur auch mit einer physischen Komponente. Metaverse wird, glaube ich, schon eine Rolle spielen, aber nicht in dieser vollen Durchgängigkeit, wie wir es vielleicht vermuten oder manche Analysten. Ich glaube, es wird immer eine physische Komponente geben. Und das sieht man vor allem in dem Kontext, wo wir nach der Pandemie die Leute wieder Bock haben, einkaufen zu gehen. Und dieses zukunftsgerichtete, wie sieht Vertrieb aus, wie nutzen wir Lösungen, das zeigt sich vielmehr jetzt in dem Kontext, dass Leute, und das ist auch ein Zukunftsszenario, was weniger auch nutzen, aber ich glaube immer mehr wird. Du bewegst dich auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters. Nehmen wir mal, weil es einfach ist, ein Supermarkt. Mhm. Siehst du ein paar Produkte und wählst die aus, hast aber vielleicht noch nicht final entschieden, nur 2, 3. Gehst in den Supermarkt, die wissen direkt, dass du es bist, ja, weil dein Handy, entsprechend du das freigegeben hast, wenn das Handy sich in den Store begibt, du Informationen kriegst, in welchem Gang du das Produkt dann auch findest, welches du gesehen hast und wir einfach dieses physische mit dem Online verbinden und somit du auch eine maximale Betreuung hast, ja. Was ja heute schon ist, wenn du über eine Straße, nehmen wir Köln, eine hohe Straße läufst, du eine Push-Up kriegst und an so einem Flex-Store vorbeiläufst, wo du vielleicht im Internet mal einen Pullover gekauft hast und die Push-Up sagt, pass mal auf, in 100 Meter rechts gibt's denselben Pullover in grün, 20% billiger. Ja. So, und diese Kombination mit meinem Online-Erlebnis, was ich habe, zu verbinden mit einem Point of Sales, wo du wirklich in einem Store reingehst. Das haben wir heute schon, nutzen aber viele Leute noch gar nicht so intensiv. Aber das wird, glaube ich, auch ein fließender Übergang, wo wir viel, viel mehr es nutzen werden und somit natürlich auch eine viel, viel bessere Personalisierung nochmal der Dinge ausspielen können. Was will ich eigentlich, ja? Und was interessiert mich eigentlich? Ich finde das bei so, hey, Instagram macht das sehr, sehr professionell, ja, wenn du da einmal auf der Seite bist, die bespielen dich schon sehr, sehr perfekt mit dem, was dich interessiert, ja, nach kurzer Zeit. Also da habe ich eine lustige Story zu. Wir waren am Wochenende, ich komme ja aus Bielefeld, sind wir an einem Restaurant vorbeigegangen, was neu eröffnet hatte. Hatte ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Ja. 2 Tage später hat sie genau dieses Restaurant, also das Restaurant hat halt Ads geschaltet und sie hat genau das Restaurant angezeigt bekommen. Ne? Und wenn du dich so ein bisschen damit auseinandersetzt, dann fällt dir das natürlich auf. Aber ich finde das immer wieder auch faszinierend, ne? Weil du hast nicht danach aktiv gesucht. Und da sieht man, wie krass Targeting einfach auch da an der Stelle funktioniert. Definitiv. Ist manchmal, und das finde ich ist die Gratwanderung, die Unternehmen wie SAP auch sich Gedanken zu machen müssen, ist, bis zu welchem Grad gehst du auch? Ja? Es ist Beispiel, Freund von uns unterhält sich über ein Thema bei einer Fahrradtour mit einem Freund und abends kriegt die Frau Werbung genau zu diesem Thema.
weil Google aktiv ist. Da musst du überlegen, welches Thema du nimmst. Ja, ja, da muss man schon mal aufpassen, worüber spricht man, ja. Ja. Das fanden sie dann auch sehr, sehr spooky. Einfach aus dem Grund aus, verdammt, da habe ich doch heute mit dem Dennis auf der Fahrt darüber gesprochen und seine Frau kriegt es dann ausgespielt. Auf der anderen Seite auch eine Frau gegoogelt über bestimmtes Thema und er kriegte das Thema ausgespielt bei sich. Ja. Und das ist ein Grad, es darf nie befremdlich wirken, dass es übersteuert. Ja. Und das ist diese Hyperpersonalisierung, spricht man in unserem Kontext. Das muss schon sehr gut sein, nicht, dass man nachher Angst davor kriegt und denkt, man wird ausgeleuchtet. Ja. Sehr spannendes Thema, gerade was du ansprichst mit Metaverse. Das habe ich ehrlicherweise gar nicht dran gedacht. Weißt du, wo ich dran gedacht habe? Nee, jetzt kommt. An KI, ChatGPT etc. pp. All das, was gerade natürlich auch irgendwo, wie ich nenne es auf gut Deutsch gesagt, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Ja. Also ich sehe Chancen persönlich, aber auch teilweise, ich weiß gar nicht, ob es da ein Fachbegriff gibt, aber dieses übertriebene, ich muss jetzt überall KI einsetzen, dann kommen wir wieder auf das Anfangsthema mit, du machst dich halt austauschbar, meiner Meinung nach, damit, ne? Also mit diesem Thema. Wie siehst du dieses Thema KI grundsätzlich in Zukunft auch für den Vertrieb? Also KI hilft schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wo schon überall KI eingesetzt wird. Wenn man es mal wieder in den Kontext nimmt, wenn du ein Problem hast mit einem Produkt oder du gehst auf einer guten Seite, geht ja relativ schnell so ein Chatbot an, kann ich dir vielleicht weiterhelfen? Ich habe jetzt gemerkt, du bist eine Minute hier am Rumsurfen, was suchst du genau und sowas. Das ist ja nie einer, der da persönlich dir schreibt, sondern halt entsprechend die künstliche Intelligenz. Das hilft schon, viele Dinge besser zu machen. Auch alles, was wir schon nutzen über Siri und Co., sind ja künstliche Intelligenzen, wo am Anfang eine gewisse Skepsis war, aber mittlerweile eine hohe Akzeptanz ist und jeder es nutzt, ja. Da ChatGPT ist schon echt ein spannendes Thema, setzen wir uns auch intensiv mit auseinander als SAP. Wie kann man es klug nutzen? Ich habe selber auch mal ausprobiert, ja, mal platt einfach, schreib mir mal einen Weihnachtsbrief für den Kunden, das Produkt es ist. Das ist schon beeindruckend, aber auch in einer anderen Form wieder beängstigend, wie gut es funktioniert, ja. Und man muss sich schon Gedanken dazu machen, wie man es einsetzt. Es ist sogar ja so, habe ich gelesen, dass eine Politik drüber nachdenkt, wie setzt man das klug in Schulen ein? Weil man sich gar nicht mehr diesem Thema verwehren will. Ja, ich bin glücklicherweise noch in einer Zeit groß geworden, wo Google und sowas noch nicht bekannt war und ich konnte mal sehr, sehr gute Referate halten, ja, weil ich Google Club nutzen konnte. Aber das ist ja heute normal. Und von daher, ich glaube, es wird uns schon in vielen Dingen helfen, in jeglicher Form, nicht nur im Vertrieb, sondern auch medizinisch etc. Aber man muss auch hier, wie eben erwähnt, auch mit der Hyperpersonalisierung sehr bewusst. Und ich glaube auch, es ist notwendig, Regularien einzuführen, dass man gewisse Bereiche auch nicht antastet. Ja, es gibt ja durchaus Länder, die jetzt gerade mal einen Stopp ausgerufen haben zu dem Thema. Ja, was glaubst du, sollte man da einschränken? Ja, ich glaube schon, wenn es also das Thema personenbezogene Daten ist ja auch immer so ein Stichwort, aber ChatGPT, sobald es einen Eingriff in Prozesse und Prozessabläufe hat, die vielleicht auch kritisch sind, ja, das ist schnell im medizintechnischen Bereich, das ist aber auch in der Prozesstechnik bei produzierenden Unternehmen, da muss man schon gucken, ab wann ist es sinnhaftig und wann halt nicht, ja. Man spricht schon seit 20 Jahren über Predictive Maintenance als Beispiel, ja. Wo eine Intelligenz erkennt, okay, pass mal auf, der Riemen, der läuft jetzt noch 1000 Umdrehungen, dann reißt er, dann steht das ganze Band, tausche es lieber jetzt, damit die Produktion nicht stillsteht, ja. Das sind alles Dinge, wo ich das sehr, sehr klug finde, aber wenn eine Intelligenz irgendwann eine Entscheidung trifft, die vielleicht geschäftskritisch sein kann oder strategisch und verändert dadurch was, ich stelle es mir nicht einfach vor, aber dann muss man, glaube ich, eingreifen. Ja, absolut. Also seh ich ähnlich. Ne? Also vor allen Dingen, glaube ich, muss man aufpassen, dass man nicht versucht, zu viel mit dem Thema KI zu machen und wir vergessen halt diesen persönlichen Kontakt. Ne? Weil am Ende kauft der Mensch ja immer noch vom Menschen, wie wir es eingangs gesagt haben. Ja. Davon bin ich absolut überzeugt. Es kann dir helfen, E-Mail-Templates, Newsletter, also sehr, sehr viel Content-Erstellung. Ne? Also Forecasting, also ich habe einen Kollegen in Hamburg, der schöne Grüße an den Alex, der hat eine Firma, die halt Dealcode, die machen, ich sag mal, Forecasting auf KI-Basis. Super spannendes Thema. Waren wir zuermaßen auch schon bei SAP? Also ich habe immer noch die Möglichkeit, was zu erzählen zu dem Forecast und sage, ist dem so, aber das System, also wie
macht es nicht Excel-basierend, ich hoffe, das überrascht jetzt keinen, sondern wirklich Tool-basierend, ja. Und das Tool gibt aufgrund einer Intelligenz heraus, was wahrscheinlich da das die Zahl sein wird, mit der du rauskommst, ja. Und das funktioniert überraschend gut. Und das finde ich ehrlich gesagt sogar sehr spannend, ne? Weil wenn ich mir jetzt überlege, du hast ich sag mal, Personalanzahl im dreistelligen Bereich im Vertrieb und du musst einen sehr genauen Forecast abgeben, ne? Also selbst ab 20 wird es schon schwer. So, ja. Ne? Also bei 14, 15, das ist so die Spanne, wo ich aktuell unterwegs bin, da kriegst du es gerade noch hin. Aber irgendwann wird es sehr schwer, valide zu forecasten. Vor allen Dingen haben immer dieses Gefühl, dieses Menschliche, ist da manchmal auch fehl am Platz. Weil dann ist eine KI wirklich dann der bessere Analyst aufgrund der Vergangenheit in den Deals. Und da finde ich es zum Beispiel sehr spannend, weil es mir als Manager oder irgendwie als Führungskraft extremst weiterhilft und valide Aussagen zu treffen. Also definitiv, Risikoabwehrung, das war jetzt Q1, wir haben kalenderjährig, hatte ich eine Punktlandung. Ist genau auf die Zahl aufgekommen, ja. Das war durch die, also KI vorhergesagt. Ja. Ja, mega. Guck mal, also das ist schon, wie viel Personen sind sozusagen, ich finde unter dir immer so. Ja, ich aggregiere es hoch, deswegen Zahlen dürfen wir ja nie mehr so zwingend nennen, ja. Also es berichten 6 Manager an mich und die haben das dann hoch aggregiert, ja, von den jeweiligen Teams her. Okay, ja, also schon, also super spannend. Vor allen Dingen, du kannst ja gerade selber verifizieren, dass es definitiv funktioniert. Christian, wir sind natürlich jetzt gerade so ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde das Thema wirklich super spannend und ich glaube, das ist auch das, was viele da draußen auch interessiert, ne? Also A, ja, was waren die größten Treiber aktuell, aber auch B, was werden die größten Treiber in Zukunft im Vertrieb sein und wie wird sich der Vertrieb ändern? Weil ich glaube, das ändert auch das Jobprofil des Vertrieblers am Ende des Tages irgendwann, was er drauf haben muss. Wie siehst du dieses Thema? Also hat sich das Profil etwas geändert des klassischen Vertrieblers von früher? Oder wie siehst du das? Vielleicht auch im Zusammenhang mit den Entscheidern, die es heutzutage gibt, die sozusagen die Kaufentscheidung treffen. Ja, Ist zweigelagert das Thema. Also wenn man mal auf das Thema Spiegeln Kaufentscheider, ist schon ein wesentlicher Unterschied dahingehend, die Digital Natives, wie man so neudeutsch sagt, da bin ich schon raus mit 44, ja, die sind mittlerweile Entscheider. So, und hier ist der wesentliche Unterschied, die sind schon mit einer gewissen Kontaktfreudigkeit, was Internet und Kaufverhalten angeht, groß geworden und erwarten das aber auch im B2B-Umfeld. Ja, also wir sprechen gerade immer viel über B2C, ja, wenn ich als Endkunde nach Hause kaufe, Brille, einkaufen gehe im Supermarkt. Dieses Kaufverhalten und diese Kauf-Journey oder diese Customer-Journey, wo wir ja gesprochen haben, das erwarten heute die Entscheider. Die sagen, ich will genauso simpel ein hochkomplexes Produkt kaufen, wie ich auch bei ich muss es leider nennen, aber Amazon ist ja schon ziemlich gut drin, ja, bei Amazon auch kaufe, ja. Und darauf müssen wir uns schon sehr, sehr intensiv darauf einstellen. Das ist erstmal ein Punkt, generell die Erwartungshaltung an Unternehmen, was das Kaufverhalten angeht. Das Zweite ist in dem Kontext, dass wir eine sehr intensive Analyse gemacht haben, wenn Kunden, generell SAP, Kunden an uns herantreten, sind die schon sehr, sehr gut informiert. Und das ist wesentlich anders als noch vor 20 Jahren. Ja, es ist so, dass eine Kaufentscheidung, mit welchen spreche ich überhaupt schon, zu 70% im Vorfeld erfolgt ist und der Kunde sehr gezielt schon weiß, welches Produkt will ich von dem Endanbieter und es sind nur noch 2, 3, die sie ansprechen. Und kann dann uns manchmal, darf man gar nicht so laut sagen, früher war Kunde König, wir sagen manchmal, heute ist der Kunde Diktator, weil der einfach sehr genau weiß, was er will. Das macht Vertrieb viel, viel anstrengender. Ja, also man muss sehr, sehr viel besser seine Produkte kennen, um entsprechend auch darauf reagieren zu können. Also ich finde, der Vertrieb hat sich dahingehend schon sehr, sehr stark geändert, dass er sehr, sehr viel contentlastiger geworden ist bei dem Verkäufer an sich. Früher war es häufig Relationship Building, klassisch, ja, Kaffeetermin haben wir mal eben gesagt vor 20 Jahren. Dem ist nicht mehr so.
Der Verkäufer muss schon sehr, sehr stark das Produkt kennen auch und wirklich in der Ausprägung, wenn es dann sehr detailliert wird, dann kommt entsprechend ein Experte dazu, wir nennen sie dann Solution-Architekten und Co., die dann die Endausbaustufung, Architektur und sowas bauen. Aber gewisse Gespräche muss der Vertriebler schon mit Experten überstehen. Das ist die große Anforderung, die wir heutzutage schon haben. Und ja, das ist wirklich schon, glaube ich, für manch ein deutscher Unterschied wie für von 20 Jahren noch. Definitiv, vor allen Dingen ist es halt auch, du musst halt wirklich ständig up-to-date sein, ne? Weil wenn du halt, ich sag mal, wenn du in Verticals arbeitest, dann geht es noch, ne? Ja. Also dann kannst du dich darauf konzentrieren, aber wenn du jetzt nicht in Verticals arbeitest, so, also vielleicht für die da draußen Verticals, also bestimmte Bereiche, Retail etc., wo man sich drauf fokussiert, als Beispiel jetzt Retail. Und ich glaube, das ist halt diese große Herausforderung, dass du wirklich, wenn du jetzt auf, ich sag mal, C-Level-Ebene sprechen möchtest, dass du dich auf Augenhöhe halt unterhalten kannst. Und das schaffst du halt nicht, indem du ein bisschen das Produkt halt auch kennst. Ne? Wie du eben gesagt hast, da hat man natürlich auch Experten dafür, aber du musst halt wissen, was in der Branche abgeht, was vielleicht sein Wettbewerb gerade macht oder was für ihn vielleicht auch Mehrwerte in Zukunft sein können, oder? Also das ist, ja, definitiv. Also das ist ein guter Punkt. Klang so ein bisschen, glaube ich, gerade eben nur ja durch, dass du das Produkt kennen musst. Es ist definitiv so, dass du die Industrie kennen musst und das reicht halt bei weitem auch nicht mehr. Du musst den Kunden kennen. Ja. Weil viele Produkte, und da nehme ich uns gar nicht aus, sind schon auch austauschbar. Ja, und da entscheidet schon, wie individuell gestaltest du halt genau das Produkt auch für den Kunden, sodass du schnell aufzeigen kannst, welche Mehrwerte hat er eigentlich dadurch. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel bei Marketing-Engagement-Tools, also wie bespiele ich ein Kundenmailing und Co. Da gibt es eigentlich immer nur zwei Fragestellungen beim Kunden. Mehr Umsatz oder mehr Kunden? So, und wenn ich ihm das schnell aufzeigen kann, wenn du folgende Maßnahmen machst, dann ist das schon sehr, sehr interessant für die Kunden und dann kommst du ins Gespräch. Kann aber ein cooles Beispiel nehmen. FC Bayern München nutzt von uns ein Marketing-Tool. Das ging dann live und haben das erste Mal 3 Millionen Fans bespielt und konnten dadurch dann sehen, von diesen 3 Millionen Fans, die wurden über unterschiedliche Channels bespielt, ja, Handy, E-Mail und Co., dass über 30% sich das angeschaut haben. Also es sind erstmal sehr, sehr treue Fans, ja, wir kennen das alle, Einwurfsendungen früher, ja, da nur 3% haben dann wirklich auch was da gekauft, 30% extrem hoch, da hatten ja eigentlich quasi mit einer Maßnahme schon einen Return on Invest. Mhm. Nur durch diese eine Ausspielung, treue Kunden, Fußball ist da, glaube ich, mal speziell, aber wenn du das Kunden aufzeigen kannst, wie schnell der Effekt da ist, eine Sichtbarkeit, letztendlich dann auch Euros oder Dollars oder was auch immer, ja. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Unterschied wie vor 20 Jahren. Ja, du musst super, also mittlerweile, ist immer, es gibt ja von bis, aber ich glaube, gerade in diesem Metier musst du schon auch on point sein und nicht, also du musst schon in einer relativ kurzen Zeit den Mehrwert, das, was du eben gesagt hast, dem aufzeigen können, seinen Return of Invest. Und das ist diese Herausforderung, gepaart mit der Branche etc., dass es, ich will nicht sagen, was es so schwierig macht, am Ende macht es diesen Job auch so attraktiv, weil du mega viele Einblicke in Themen bekommst, die so kein anderer hat. Weißt du, was ich meine? Definitiv, ja. Fluch und Segen ja auch zugleich. Du bist ja zu 100% messbar in deiner Leistung, ob du gut oder schlecht bist. Ja. Ich habe bewusst mal einen Podcast von euch angehört, von Ramin, meinem alten Kollegen, ja, wo er über Performance Management gesprochen hat. Aber das ist ja im Vertrieb die Herausforderung. Manche lieben das, aber andere haben halt auch eine gewisse Skepsis davor oder Angst. Ja, aber das macht, glaube ich, den Reiz aus. Häufig ist es im Vertrieb auch so, du bist dein eigener Unternehmer, ja, je nach Unternehmensführung. Und das macht, glaube ich, auch viel Spaß, weil die selber sehr, sehr viel gestalten können. Ja. Absolut. Ja. Christian, wir sind schon fast am Ende angekommen. Wir haben jetzt natürlich so ein bisschen die Customer Journey, finde ich, also das geht so ein bisschen einher, so wie sich das Kaufverhalten meiner Meinung nach der Kunden verändert hat, so hat sich natürlich auch dann entsprechend die Anforderungen an den Vertriebler oder an die Vertrieblerin, an die Vertriebseinheit verändert. Abschließend nochmal die Frage, welchen Rat würdest du heute, ich sag mal, Führungskräften, Verantwortlichen, die ich sag mal, gerade am Anfang der Digitalisierungsreise vielleicht stehen, aber auch zweitgelagert, vielleicht schon digitalisiert haben, welchen Rat würdest du dort mitgeben, gerade für die Vertriebsteams? Also speziell auf Vertriebsteams gemünzt, hatte ich eben mal kurz angerissen, weniger ist mehr.
Der Erfolg zeigt sich immer bei jeglicher Softwarelösung, nicht nur im Vertrieb, ist die Akzeptanz. Wenn man es nutzt, prima, wenn nicht, ist es ein schönes Tool, bringt aber nichts. Und das ist essentiell im Vertrieb. Ja. Ich habe viele Kunden noch, die über Fax sogar bestellen. Also Metallindustrie ist da ganz, ganz extrem. Da ruft der Klaus beim Egon an und dann wird einfach mal 3 Tonnen Stahl bestellt und im Nachhinein wird es verarbeitet. Wenn man solche Unternehmungen aufzeigt, wie sinnhaftig so ein CRM-Tool sein kann und mal speziell das Beispiel, es muss extrem simpel und intuitiv sein. Das große Glück, was wir heute haben, ist, dass durch die Smartphones schon eine gewisse Akzeptanz ja da ist, Apps zu nutzen. Natürlich ist eine Sales Cloud, kannst du über eine App steuern und Sprachsteuerung hatte ich mir eben genannt. Gibt aber auch so Dinge wie Teams-Integration, dass du direkt den Kunden darüber anrufst und andere integrierst und sowas. Das ist schon alles sehr, sehr bewusst simpel gemacht, damit eine Akzeptanz da ist. Und das ist der große Rat, den ich immer gerne jedem gebe. Versucht erstmal echt, es wenig zu machen und einfach. Man spricht dann häufig auch einfach vom Standard erstmal, um dann zu schauen, wie ist die Akzeptanz und dann so coole Features additiv dann nutzen zu wollen, wie Artificial Intelligence, ja, KI haben wir drüber gesprochen, wenn es dann wirklich auch Sinn macht. Aber es muss grundlegend eine Akzeptanz da sein. Wenn die nicht da ist und der Wille, dann ist es leider rausgeschmissen Geld. Das heißt im Umkehrschluss, die Basis muss stimmen für alles Weitere sozusagen, ne? Weil du kannst nicht, so interpretiere ich das jetzt, ich sag mal gerne, du kannst nicht den 5. Schritt vorm 1. machen. Das heißt, wenn die Basis nicht stimmt im Sales, das sind einfache Dinge, dann kannst du halt auch nicht entsprechend das Weitere drumherum bauen. Also was wir tun, ist wirklich, wir gehen an die Kunden rein, wir sprechen mit den Verkäufern und begleiten die Verkäufer und machen einen ganzen Tag mal mit dem Verkäufer und zeigen anhand dieses Tagesablaufs auf, wie genau unser Produkt dann in dem Fall die Lösung helfen kann. Mhm. Ja, weil das Management, da macht man gerne mal Slideware, das kennen wir alle, oder irgendwelche Demo-Sessions. Aber wenn wir den Verkäufer überzeugen, deswegen ist auch mal so Change Management, auch ein langer Begriff, den man schon oft hört. Aber wenn wir den Verkäufer überzeugen und der sagt, Mensch, das ist echt cool, Christian, das hilft mir. Ja, dann muss ich nämlich nicht mehr abends um 5 mich nochmal an den Rechner setzen, das alles eintippen, dann ist es ja schon drin. Und wenn man das zeigt, dass es Beispiel einen Effekt hat für die Work-Life-Balance, dann kann er um 5 schon mit dem Hund gehen und muss nicht noch eine Stunde nacharbeiten, weil das System so intelligent ist. Das sind Dinge, dann kriegst du eine Akzeptanz. Ja, und deswegen sind wir auch häufig nicht nur die Unternehmung, die dann aufzeigt, okay, das ist jetzt eine coole Lösung für dich, sondern auch die Change Management betreiben. Also wirklich mit den Verkäufern sprechen, ich mache das häufig, und dann einfach aufzeigen, Mensch, guck mal, welchen Vorteil du davon hast gegenüber heute. Ist das, du sprichst gerade an, das Thema Change Management, da gibt es ja auch immer dieses Vorurteil von wegen Verkäufer sind diejenigen, du hast eben gesagt, Einfachheit, Sprachnachricht reinsprechen. Ich glaube, das wäre, wenn jetzt Leute aus meinem Team zuhören, dann kriege ich wahrscheinlich nach der Folge direkt Anruf und sage, wann kann ich unsere Kunden etc. pp. Notizen per Sprachnachricht in CRM sprechen. Wir können es leider noch nicht. Ich finde es, also das eine mega sinnvolle zum Beispiel Aktion, die man halt da machen kann. Aber stimmt das, dieses Vorurteil? Verkäufer sind teilweise schwierig, vom ich sag mal, Alten wegzubringen, beziehungsweise wie betreibe ich überhaupt das Change Management, was du eben angesprochen hast? Ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht auf Verkäufer gemünzt. Ich glaube, wir sind alle gerne in der Komfortzone, was ich kenne, das bediene ich. Ja, es gibt so einen Spruch bei mir im Dorf, der kürzeste Weg ist den ich kenne. Das kannst du natürlich für so Tools auch nehmen, aber auch da nochmal, wenn ich dem Vertriebler aufzeige, pass mal auf, das System ist so intelligent, das erinnert dich nach 2 Wochen, pass mal auf, du hast zu dem Kunden XY und dem Herrn Müller ein Angebot geschickt, bisher ist keine E-Mail bei dir reingegangen oder ein Anruf auf deinem Telefon, sofern du es freischaltest, also das geht alles, willst du nicht mal nachfassen. Weil man vergisst ja häufig auch Dinge, je nachdem, wo sehr Schnelldrehergeschäft ist. Ja. Und wenn man das dem Verkäufer aufzeigt, dass er erfolgreicher noch dadurch sein kann, ist meine Erfahrung, die versperren sich überhaupt nicht dem Thema, sondern finden es sogar echt cool zu sehen, was es ihnen dann bringt. Ja. Und wenn dann nochmal die Optik, wenn in der Regel häufig Excel-basierend oder sowas sind und die Optik dann auch cool ist über eine App und die sieht dann aus wie vielleicht andere genutzte Dinge, die man eher im privaten Umfeld denkt, mit Guided Selling, was ich gerade mal genannt habe, ja, mit so Erinnerungen und solchen Sachen, dann ist das echt cool. Und dann kriegst du schnell auch eine Mannschaft überzeugt. Ja. Wie im Sales. Du musst halt die Leute da packen
was halt dann auch deren Thema ist und was für sie wichtig ist. Ne? Zu 100%. Dann ist der Verkäufer auch mein Kunde, ja. Absolut. Ja. Christian, wir sind am Ende der Folge angekommen. War sehr kurz, weil ich hatte wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sind ein bisschen nochmal zum Thema KI sozusagen abgedriftet, aber fand ich wirklich sehr interessant und auch definitiv erwähnenswert. Die Tradition gebührt, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Deswegen bedanke ich mich schon mal bei dir und übergebe nochmal an dich. Vielen Dank, Robin. Wir sind ja auch sehr kurzweilig zusammengekommen und ich vielleicht lädst du mich nochmal ein. Wer weiß, was mich noch so alles im Berufsweg begleitet und du sagst, das könnte uns auch nochmal interessieren. Von daher vielen Dank und ich hoffe, es interessiert auch die Zuhörer. In diesem Sinne, gute Woche noch. Das war unsere aktuelle Folge. Wenn dir die gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und folg uns auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und vergiss nicht, bei Spotify die Glocke zu aktivieren. Und falls du Bock hast, uns auf weiteren Social-Media-Kanälen zu folgen, dann schau doch mal in die Shownotes, da wirst du fündig. Bis zum nächsten Mal.